Ganz abgelegen in Axlach, einem kleinen Dorf zwischen Deggendorf und Fichtach, hat sich Astrid Jakob zusammen mit ihrer Familie einen Traum erfüllt. Gemeinsam haben sie die Brunnersäge, bestehend aus drei Gebäuden, energetisch und baulich saniert. Wir haben eine Wärmedämmung am Haus gemacht. Es sind 24 cm Außenwärmedämmung draufgekommen mit Hartschaum- und Perimeterdämmung. Und oben am Dach haben wir eine Holzwolldämmung gemacht. Und es ist dann auch ist neu eingedeckt worden mit Biberschwänzen. Und im Zuge ist das Haus dann natürlich auch komplett neu gestrichen worden. Das ist aber noch lange nicht alles. Für ca. 30.000 Euro hat Astrid Jakob die alte Ölheizung durch eine moderne Wärmepumpe ersetzt. Die mit Abstand größte Baumaßnahme war aber die Ertüchtigung der Wasserkraftanlage. Dafür musste die Axlacherin eine neue Wehranlage mit einer Fischaufstiegshilfe bauen und auch ein neues Wasserrad. Es waren hauptsächlich örtliche Bauunternehmer, die hier zugange waren oder aus dem Nachbarlandkreis. Und lediglich beim Wasserrad mussten wir auf, sag ich mal, einen aus dem Allgäuer Raum zurückgreifen, der die Kenntnisse dafür hatte. Gut für die Wirtschaft in der Region und vor allem auch für die Umwelt. Ohne lange Anfahrtswege ist die komplette Sanierung der Brunnersäge in Axlach von vorne bis hinten ein umweltfreundliches Konzept.